Die politischen Stiftungen sind für die Außenvertretung unseres Landes von ganz großer Bedeutung. Die politischen Stiftungen sind vor allen Dingen sehr fördernd bei der Kraft der Zivilgesellschaften. Und deswegen haben auch die politischen Stiftungen Deutschlands in der Welt ein so hohes Ansehen. Ich werde sehr oft auch auf die Arbeit der politischen Stiftungen von anderen Kollegen in der Welt angesprochen. Man schätzt die Arbeit dort. Und gerade die Umbruchländer, ich denke an die arabische Welt, wissen, wie wichtig Zivilgesellschaft ist. Und da können die politischen Stiftungen eine ganz besondere Rolle auch spielen. Ich versuche immer, wenn ich in Länder reise, auch die Stiftungen zu treffen. Natürlich insbesondere auch die Friedrich-Naumann-Stiftung zu treffen. Das hat auch einen sehr persönlichen Hintergrund. Ich kenne natürlich die Arbeit der Friedrich-Naumann-Stiftung am besten. Ich war selber dort Stipendiat. Und es macht mir schon Freude, wenn man heute unterwegs ist und auch manchmal mit Verantwortungsträgern in anderen Ländern spricht, dass die sich zu erkennen geben als frühere Stipendiaten der Friedrich-Naumann-Stiftung. Die Friedrich-Naumann-Stiftung hat einen sehr guten Wertekompass und ich habe die Arbeit seit vielen Jahrzehnten persönlich verfolgen können. Ich sehe, dass das, was heute die Friedrich-Naumann-Stiftung macht, unter der Führung von Wolfgang Gerhardt, in bester Tradition der Stiftung steht. Ich erkenne auch vieles von dem wieder, was mich an der Arbeit von Otto Graf Lambsdorff immer so fasziniert hat. Und ich habe den Eindruck, dass die Friedrich-Naumann-Stiftung, aber auch die Stiftungen insgesamt, vor dem Hintergrund, dass wir ja nicht nur eine Globalisierung der Wirtschaft erleben, sondern vor allen Dingen eine Globalisierung von freiheitlichen Werten in der Welt, noch an Bedeutung gewinnen wird.